Hallo meine Lieben, UFOs verstecken sich in den Wolken oder sind gar selbst als eine solche getarnt. Was der neueste Hollywood-Thriller aufgreift, ist viel näher an dem, was Augenzeugen berichten. Sind sie schon immer da, direkt vor unseren Augen, über uns und doch unsichtbar? Die neuesten Aufnahmen seltsamer Erscheinungen am Himmel, ein unbekanntes Objekt über dem Mond, das ebenfalls als eine Wolke erscheint und vieles mehr seht ihr wie immer nach dem Intro. Nope. Der neueste Film von Jordan Peele soll der Mystery-Thriller der letzten Jahre sein. Und er beinhaltet ein Thema, das wir wohl alle lieben. UFOs. Doch nicht irgendwelche, sondern die, die sich über unseren Köpfen verstecken. In den Wolken. Oder getarnt als Wolke selbst. Die Prämisse des Films macht es den Protagonisten schwer, es als das zu identifizieren, was es ist. Ein außerirdisches Raumschiff. Denn wenn man es anschaut, holt es einen. Dabei wollen die, die es fliegen, endlich gesehen werden. Raus aus dem Dunstkreis der Verschwörungsmythen. Es macht sie gar wütend und aggressiv. Seit Jahrhunderten sind sie nun da und keiner will es glauben. Ihre Anwesenheit wird gar belächelt. Eine wunderbare Metapher zur heutigen Zeit. Ufologen und Gläubige, die seit Jahrzehnten versuchen, der UFO-Forschung ihren verdienten Platz in der Wissenschaft einzuräumen. Schaut man sich den Trailer an, erkennt man, der Filmemacher hat sich viel von tatsächlichen Berichten abgeschaut. Aussagen von Augenzeugen, die jene Objekte beschreiben, die sich am Himmel verstecken könnten. Es gleicht sich schon sehr mit den Beobachtungen in der echten Welt. Wie viel Wahrheit steckt also in der Hollywood-Produktion? Nutzen außerirdische Objekte tatsächlich Wolken, um sich vor uns zu verstecken? Erscheinen sie gar als Wolke selbst? Derzeit kursiert ein Video in den sozialen Medien, das viele Menschen glauben lässt. Nicht jede Wolke am Himmel ist eine Ansammlung von Wassertropfen. Die Aufnahme zeigt ein großes, scheibenförmiges Objekt, das am Himmel schwebt. Aufgenommen hat das Video Nesha Higgins aus Phoenix im US-Bundesstaat Arizona. Als sie am 14. Juli diesen Jahres diese fliegende Untertasse sah, hielt sie sofort drauf. So etwas Kurioses hatte sie schließlich noch nie gesehen. Ein schmales Objekt, das zwischen den Wolken auftaucht. Sie lud das Video auf TikTok hoch. Innerhalb kürzester Zeit wurde es von Millionen Menschen angesehen. Ein erneuter Upload auf Twitter erreichte noch einmal 4 Millionen Menschen. Kein Wunder, dass es hier sehr viele unterschiedliche Stimmen gibt, mit genauso vielen verschiedenen Theorien. Eine Projektion im Rahmen des sogenannten Project Bluebeam, eine Wettermanipulation durch das eingestellte HAARP-Programm oder eben außerirdische Besucher, die sich als Wolke tarnen. Eine viel weltlichere Erklärung für diese seltsame Erscheinung kennen heutige Meteorologen. Es ist die Alto Cumulus Lenticularis. Die Linsenwolke, die oft oval oder kreisrund ist und klar definierte Ränder aufweist. So klar definiert, wie hier auf dem Video zu sehen ist, ist aber schon wirklich sehr beeindruckend. Ist es also doch etwas, was nicht von dieser Welt stammt? Im Film zumindest gleicht diese Linsenwolke in ihrer Form schon sehr dem Hollywood-UFO. Egal was es nun sein mag, eine Projektion, eine Wettermanipulation oder ein schnödes Naturphänomen, sie können nur auf der Erde erscheinen. Doch was ist, wenn man diese Wolken auch im Weltraum sieht, im luftleeren Raum, auf dem Mond und oberhalb des Mars? Es ist bei weitem nicht das einzige Wolken-UFO, das in den letzten Jahren große Aufmerksamkeit erlangte. Eine Reihe von Bildern, die vom MUFON, dem Mutual UFO Network, untersucht wurde, zeigen sie ebenfalls. Der Augenzeuge sah am Himmel plötzlich ein gigantisches Mutterschiff unter den Wolken versteckt. So sagt er es zumindest. Auch er nahm sein Smartphone zur Hand und schoss mehrere Fotos. Die Aufnahmen selbst stammen aus England, vom 8. Juni 2018.
Hier waren sich die UFO-Forscher und Wetterexperten nicht ganz so sicher. Auch hier erscheint das Objekt als untertassenförmig, verborgen hinter den Wolken. Viele, die es sahen, sagen, es sei ein unwiderlegbarer Beweis dafür, dass Außerirdische menschliche Aktivitäten überwachen. Andere widmeten sich ihrem einzigartigen Erscheinungsbild. Sie müsste etwas besitzen, das sie Cloud Cloaking Technology nennen. Ein Tarnmechanismus, der sie quasi unsichtbar macht. Eine Hülle in der Erscheinungsform einer Wolke. UFOs als oder in Wolken werden immer wieder gesichtet. Unzählige Videos zeugen davon. Interessanter ist es dann aber, wenn diese mysteriösen Wolken nicht auf der Erde erscheinen, sondern weit außerhalb. Es ist schon wirklich seltsam. Eine Wolke auf dem Mond, im luftleeren Raum. Nichts, was nach unseren heutigen Erkenntnissen sein dürfte, und doch ist sie da. Handelt es sich um einen Filmfehler, einen Fleck auf dem Negativ des Films? Entstand diese Wolke während der Entwicklung des Films? Unwahrscheinlich. Auf insgesamt 458 aufeinanderfolgenden Fotos ist diese Wolke zu sehen, aufgenommen von den Apollo 16 Astronauten im Jahr 1972. Eine lange Zeit schlummerten sie in den Archiven der NASA. Im Zuge der Digitalisierung sind sie veröffentlicht worden, unter Abermillionen anderer Fotografien aus dem All. Die Bilder sollen dabei eine leuchtende Energiewolke zeigen, eine diffuse, aber dennoch deutlich erkennbare Struktur. Im Verlauf der Fotoserie soll sie sich von einem zuvor rechteckigen Erscheinungsbild zu etwas länglichem transformiert haben sollen. Die genaue Position des Objekts sei aber noch bei weitem faszinierender. Es sei nicht irgendwo und der Zeitpunkt sei ebenfalls ein ganz besonderer. Diese UFO-Wolke befände sich zwischen dem Mond und der gerade gestarteten Mondlandefähre, als würde es die Astronauten auf ihrem Weg nach unten begleiten oder zumindest beobachten wollen. Auch auf dem Mars kann man immer wieder Seltsames entdecken. Etwas, das einem sagt, das kann einfach nicht dorthin gehören. Eines dieser Dinge ist eine riesige längliche Wolke. Doch woher soll sie stammen? Vulkanausbrüche gibt es dort nicht. Was ist also diese Wolke? Ist es etwas ganz anderes? Ein 1500 Kilometer langer, nebliger Streifen über der Marsregion Asia Mons, aufgenommen vom Mars Express Orbiter am 13. September 2018. Lyon nahm erst an, dass es aus dem naheliegenden Krater stammt, ein aktiver Vulkan, der Rauch ausstößt. Die ESA, die Europäische Weltraumbehörde, dementierte sofort, es sei nur eine optische Täuschung. Der Mars habe seit Millionen von Jahren keinen einzigen Ausbruch mehr gesehen. Es bestehe keine Chance, dass Asia Mons bald wieder erwacht. Wenn es nicht das ist, was dann? Die NASA schreibt diese Wolke einem Wetterphänomen zu. Etwas, das Meteorologen als eine orographische Wolke bezeichnen. Sie erscheine immer dann, wenn der Mars vor der Wintersonnenwende stehe. Andere halten es für ein Zeichen außerirdischer Aktivität auf dem roten Planeten, eine unterirdische Zivilisation. Auch sie müsse regelmäßig ihre Abgase an die Oberfläche abgeben. Auch wenn die Marswolke einen natürlichen Ursprung hat, das wolkenähnliche Gebilde auf den Mondbildern ist nahezu unerklärbar. Tarnen sich außerirdische Objekte also als natürliche Erscheinungen? Sollten Aliens keine Technologie besitzen, das Licht so zu krümmen, dass sie vollständig unsichtbar erscheinen? Sich als Wolke zu tarnen, würde wohl am meisten Sinn machen. Im Film selbst hat man das außerirdische Raumschiff nur entdeckt, da es stillstand, bewegungslos am Himmel, während die Wolken um es herum durch den Wind getrieben vorbeizogen. Solltet ihr also demnächst in den Himmel schauen, eine Wolke entdecken, die wie festgetackert am Himmel erscheint, neben den anderen, die mit der Windrichtung vorbeiziehen, dann schaut doch mal genauer hin. Vielleicht ist diese Wolke ja etwas ganz anderes, aus einer anderen Welt. Aber schaut besser nicht zu lange hin.
Was haltet ihr von der Annahme, UFOs tarnen sich als Wolke? Und was ist mit diesem nebligen Objekt auf dem Mond? Schreibt mir wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video.